Punkt, den ich vielleicht noch einmal herausarbeiten möchte, ist, die deutsche Volkswirtschaft wird schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen. Weniger stark wachsen als vorhergesehen. Das heißt, Konjunktur, ja. Geld wird dem Land entzogen werden. Sehr konkret in den Regionen, wo auf das Geld gewartet wird, also wo die Betriebe auf die Transformation warten. Aber natürlich sind die Menschen, die da arbeiten, auch ja. Kunden beim Bäcker bzw. reisen durch die Welt. So. Jetzt plötzlich hat Herr Habeck den Ernst der Lage bemerkt. Noch vor einigen Wochen hörte sich das ganz anders an. Entschuldigen Sie, dass ich da einhacke, aber das macht es ja nicht einfacher, sondern im Zweifel noch dramatischer, wenn die gesamte Wirtschaft davon betroffen ist. Andere Optionen. Ich habe es versucht, einmal zu sagen. Ja. Genau. Der Staat prasst mit Geld und ich höre solche Reden auch im Deutschen Bundestag. Aber die Gelder haben ja immer einen Empfänger. Der geht ja immer irgendwo hin. Claro.